Ja, guten Tag, Frau Lind. Hallo. Ich denke, am besten Sie erzählen einfach mal. Ja, also ich komme zu Ihnen, weil ich kann einfach nicht mehr. Also meine Mutter ist seit ein paar Jahren auf dem, ja, sie wird dement gerade und das wird mir einfach, also ich pflege sie zu Hause und bin Vollzeit arbeitstätig und also es wird immer schlimmer. Ich kann eigentlich alles nur falsch machen. Also finde es eigentlich am belastendsten, dass sie, es gibt Phasen, wo sie mich gar nicht mehr erkennt. Und letzte Woche hat sie mich geschlagen. Ich habe versucht, sie auf die Toilette zu bringen und dann hat sie mich geschlagen. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie ich jetzt damit umgehen soll und wie ich. Es macht mich fertig. Macht mich einfach fertig. Was arbeiten Sie denn, wenn ich fragen darf? Ja, bei dem Finanzamt. Mhm. Bin verbeamtet und also sozusagen wirklich abgesichert. Aber es ist wahnsinnig stressig. Also ich habe Vollzeit Arbeit und dann halt noch die. Also ich komme nach Hause und es gibt halt keine Pause. Es geht einfach durch. Also Sie arbeiten da richtig von 8 bis. Also ja, nee, es fühlt sich nur so Vollzeit an. Ja. Also es sind schon nur noch 30 Stunden, ja, aber muss ja dann noch einkaufen diese Pflege, das nimmt einfach viel den Rest meiner Energie. Und jetzt diese Situation, die Sie schildern, dass Sie sagen, die Mutter hat Sie geschlagen. Haben Sie da in der Situation auch einen Impuls gehabt, zurückzuschlagen oder so, dass Sie gesagt haben, jetzt reicht's oder irgendwie? Oder war das mehr so einfach nur Verzweiflung und absolute Hoffnungslosigkeit? Nee, ich muss gestehen, sie hat mich so geboxt, in die Schulter geboxt. Ja, ja. Und ich hatte sie gerade so und dann habe ich sie mit Wucht hingesetzt auf die Toilette und bin rausgerannt und habe geweint und geschrien. Ja. Und also ich schäme mich da total für. Ja. Ich weiß. Ist ja auch schlimm, wenn man merkt, es tauchen in mir Impulse auf, Sachen zu machen, die ich eigentlich mit mir selber gar nicht vereinbaren kann. Ja. Und so bin ich ja eigentlich gar nicht. Ne? Ja, ich möchte es ja auch gut machen, aber. Ja. Ich frage Sie jetzt mal so ein bisschen ab, damit ich mal ein bisschen einen Eindruck von Ihrem Umfeld bekomme, wie Sie leben und mir mehr von Ihrer Situation ein Bild machen kann. Sie haben einen Mann, der Sie unterstützt, oder? Nein, ich habe gerade eine ziemlich heftige Scheidung hinter mir. Mhm. Das ist jetzt durch. Wenigstens das ist geklärt. Ja. Aber ich bin völlig allein damit. Meine Geschwister wohnen am anderen Ende der Republik. Aha. Und die sagen, hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Steck sie doch in ein Heim. Mhm. Das kann ich nicht. Und mein Sohn ist ausgezogen. Also im Endeffekt, das sind ja eigentlich gute Voraussetzungen. Ich bin sozusagen ungebunden. Mhm. Aber ich habe halt auch keine Unterstützung. Also Sie haben ein Kind, zwei Kinder. Eins. Einen Sohn. Ja. Und der ist ausgezogen. Genau, der studiert jetzt. Ja. Was studiert der? Geografie. Ach, was macht man denn damit? Die Welt erforschen. Ja. Ah, so Humboldt-mäßig. Ich weiß nicht, Erdproben nehmen und Landschaften erforschen. Er reist gerne. Also auf jeden Fall ist er auch weit weg. Ja. Ja, okay. In diesem Fall finde ich es gut, dass er das macht. Ja, weil warum?
Das ist sein Leben, das muss er machen, ja. Klar. Und das Haus, in dem Sie wohnen, wem gehört es? Meiner Mutter. Mhm. Wir haben immer zusammen gewohnt. Also ist halt sehr groß, weitläufig, ja. Und mein Junge hat auch noch ein Zimmer da, kann immer kommen. Ja, also ich bewohne das Dachgeschoss, ja. Und unten ist sie. Und ich kann, also es ist genug Platz da, ja. Aber es ist mir zu eng gerade. Haben Sie eigentlich Garten auch oder sowas? Ja, auch noch ein bisschen größeren Garten. Ja. Und die wohnen Sie eher in einem Dorf oder in einer Stadt oder in so einer Vorstadtsiedlung oder? Ja, in so einer, also dörflichen Kleinstadt. Dörfliche, also wo jeder jeden kennt. Naja, so die Hälfte kennt also, sich. Aber ja. Ja, also meine Nachbarschaft, wir kennen uns schon immer. Ja. Ja. Und ist denn da irgendjemand, wo Sie sagen, die könnte mal gucken oder der würde auch mal sich kümmern? Nee. Nee, das eine Paar hat gerade gebaut und hat zwei kleine Kinder, die anderen, denen geht's auch nicht gut. Da hat die Mutter Brustkrebs. Also sie sind alle mit ihren eigenen Dingen so beschäftigt. Ich traue mich da auch gar nicht zu fragen, ehrlich gesagt. Also die haben so das Gefühl, die haben selber auch gar nichts frei, nichts zu geben, selber keine Energie übrig, die man irgendwie noch geben könnte. Ja. Dann möchte ich Sie mal ein bisschen fragen, das Verhältnis zu Ihrer Mutter. Hm. Wie würden Sie das denn beschreiben? Schwierig. Ja. Also, ich habe nie so richtig viel von ihr gekriegt. Also, ich finde sie emotional nicht so greifbar. Wissen Sie denn, ob Sie in der Geschwisterreihe, was waren Sie denn für, welche Nummer waren Sie denn? Die erste, ich bin die älteste. Ah, die älteste, ja. Die sind immer die, die alles machen. Ja. Ja, also, ich habe mich früher mit meiner Mutter wahnsinnig gezofft und habe ja irgendwie mein Leben auch durchgesetzt in dem Sinne, aber war halt immer da. Und wissen Sie denn, ob Sie ein Wunschkind waren? Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Haben Sie eine Fantasie? Oh, ich glaube eher nicht. Die haben geheiratet, als ich schon unterwegs war. Das ist eher aus der Zeit dann auch eher, oh, jetzt ist was unterwegs, jetzt müssen wir aber schnell die Legitimation schaffen. Ja. Wir mussten. Ja. Ich würde so gerne. Also es ist so absehbar, sie ist halt jetzt echt schon alt, obwohl sie körperlich noch fit ist. Aber wenn sie jetzt so abbaut, ich wünsche mir so, dass wir nochmal die Chance haben, uns zu begegnen und irgendwie gut miteinander sind. Und das macht mich wahnsinnig, wenn ich sehe, dass sie alles verschwimmt und sie mich überhaupt nicht mehr wahrnimmt und ich habe so das Gefühl, sie entgleitet mir so und ich habe noch gar nicht das gekriegt, was ich wollte. Wie alt ist denn Ihre Mutter jetzt? 74. 74. Ja, das ist ja noch nicht alt. Ja, eigentlich nicht. In der heutigen Zeit, in der heutigen Medizin ist das eigentlich noch nicht alt. Und diese, was Sie so beschreiben, dass Sie sagen, es gibt eigentlich so viel, was ich von ihr gerne noch gehabt hätte und eigentlich nicht bekommen habe. Ja, und das tut mir so weh, dass ich, eigentlich müssen Sie ja davon Abschied nehmen, ne? Anscheinend, ja. Dass das jemals noch was wird in diesem Leben.
wenn sie ihnen entgleitet und wenn sie merken, sie baut ab. Ne? Ja. Also es läuft ja eher aufs Gegenteil raus. Sie wird eher harscher und tauchen jetzt solche auch körperliche Auseinandersetzungen auf und dann bei ihnen entsprechende Impulse. Das ist ja eher das Gegenteil von diesem, was sie sich eigentlich wünschen, das Weiche und das schöne Momente und sowas. Ne? Ja. Gibt es denn bei Ihren Geschwistern, wie viele Geschwister haben Sie denn? 2. Gibt es da von den anderen beiden eins, wo Sie das Gefühl haben, dieses Geschwister hat sowas bekommen, wie ich gerne hätte? Beide. Beide? Ja. Für beide anderen Kinder war die Mutter eigentlich so eine Mutter, bloß für sie nicht. Also vor allem für den Jüngsten, ja. Mhm. Ja. Und wie erklären Sie sich das? Vielleicht, weil es ein Junge ist oder die Konkurrenz nicht so groß ist oder so. Der ist irgendwie so, das Gefühl, er ist so narbenlos durchgekommen. Mhm. Der hat irgendwie halt einfach so sein Ding gemacht und wurde unterstützt. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich finde es unfair, mhm. Es ist richtig unfair. Und ich äußere jetzt gerade mal so eine Hypothese, also so wie Sie es jetzt sich schildern und den Fall mit diesem Bruder, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass eigentlich getan und gearbeitet und Pflicht erfüllt haben viel mehr Sie und haben keinen Dank bekommen. Und so wie Sie Ihren Bruder schildern, ist das eher so ein Sonnenkind, was letztendlich nicht viel machen muss, aber mehr kriegt und nimmt, ja. Ne? Ja, stimmt schon. Also ich habe ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so den Weg gebahnt für die beiden. Ach, und die sind in ihrem Kielwasser geschwommen. Ja. Ja. Machen auch die Ältesten oft. Ja. Ja, die erkämpfen alles und dann haben die ganzen Auseinandersetzungen. Und die dann hinten dran kommen, die können im Prinzip die gebahnte Spur benutzen und es fällt gar nicht mehr so auf. Ja. Ja. Also zunächst mal möchte ich sagen, ich finde es sehr, sehr gut, dass Sie gesagt haben, so und jetzt suche ich mir mal Unterstützung. Ja. Ja. Weil in so einer Situation, finde ich, kann man wirklich sagen, jetzt lasse ich mir auch mal helfen. Ja, es fällt mir ganz schön schwer, aber ich weiß einfach nicht weiter. Ja. Und ich finde es auch gut, dass Sie so früh reagieren. Also so, weil Sie gesagt haben, das ist jetzt letzte Woche vorgefallen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss was passieren. Das ist ja eigentlich sehr flott. Ja? Ja, ich bin recht schnell. Von der Schnelltruppe. Ja. Ja. Aber das ist ganz wichtig, weil das wird natürlich alles nicht besser. Ja? Sondern wenn man sagt, so, und jetzt ist im Prinzip ein Maß überschritten, wo ich sage, jetzt muss irgendwas passieren, wir müssen was ändern, bevor da noch schlimmere Dinge passieren oder bevor sich das so einschleicht oder sowas. Ja. Das finde ich auch super, dass Sie im Prinzip jetzt gleich gekommen sind und gleich gesagt haben, jetzt irgendwas unternehme ich jetzt. Ja? Und also das heißt, Sie haben schon 2 Dinge richtig gemacht. Okay. Das ist ja schon mal beruhigend. Ja. Ne? Und dann ist für Sie vielleicht auch noch wichtig zu wissen, dass Ihre Situation wirklich momentan eine ist, wo man sich gründlich überlegen muss, was können wir tun? Und dass es eigentlich normal ist, wenn in so einer Situation man sagt, jetzt hole ich mir Hilfe. Mhm. Also dass man da alleine sich rauswurschtelt. Es ist wirklich komplex, es ist auf jeden Fall lösbar, also Wege finden sich immer, aber es ist schon etwas, wo man sagt, da braucht man ein bisschen, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und muss ein bisschen gründlich nachdenken und am besten macht man das halt mit jemandem zusammen. Ja. Einfach, weil man auf bessere Ideen kommt und sowas. Ne? Also, dass sie sagen, ich kümmere mich jetzt da mal um mich und dass mir jetzt mal geholfen wird, das ist auch prima. Ja.
Und insofern auch normal. Ja. Ja, also ich muss schon auch gestehen, dass ich mich ganz schön überwinden musste, weil in meiner Nachbarschaft ist es nicht normal, zu einer Therapeutin zu gehen. Ja. Was haben Sie sich denn vorgestellt, wie es bei einer Therapeutin zugeht? Ja, schon ähnlich so. Oder dass man vielleicht auch Tabletten kriegt oder so, aber ich. Nee, aber so, also meine Nachbarn, denen würde ich das jetzt noch nicht erzählen. Ja. Aber Sie haben sich nicht sowas vorgestellt, dass Sie auf eine Liege liegen müssen und dass ich hinter Ihnen sitze am Kopfende und sowas. Das denken viele Leute, weil man das im Fernsehen immer so sieht. Nee, ich hatte schon auf ein Gespräch gehofft. Also Sie haben gehofft, dass man so sitzen darf, so ganz normal und sich so normal unterhalten darf. Ja, genau. Ich habe sogar mal einen Klienten gehabt, der hat sich vorgestellt, es wäre weiß gekachelt. Oh. Da habe ich gesagt, wir sind doch kein Tattoo-Studio. Das sieht ja hier ganz normal aus. Er hätte gedacht, dass er alles so weiß, so wie im Operationssaal oder sowas. Oh Gott, nein. Also manchmal gibt es seltsame Bilder von den Medien, was in so einer Psychotherapie passiert. Aber wie gesagt, es ist in erster Linie sind es völlig normale Gespräche mit normalen Menschen. Mhm. Und man kann das eher so betrachten, finde ich, wie wenn Sie mit jemandem sprechen, der halt ein paar gute Ideen hat und Ihnen ein paar gute, schlaue Fragen stellt und Sie auf gute, schlaue Wege setzen kann. Mhm. Ja. Und die Idee ist auch die, also Sie sind ja jetzt bei mir gelandet und ich mache ja eine ganz spezielle Art von Training. Das ist Selbstmanagement, was ich mache. Und das bedeutet, dass ich im Prinzip Ihnen dabei helfe, rauszufinden, was für Sie das Beste ist und es selber zu machen. Das finde ich sehr gut. Ja. Also ich sage oft, es ist so wie eine Art, mal angenommen, Sie haben jetzt einen Hexenschuss, Sie gehen in Physiotherapie. Und sagen Sie, au, es zwickt mir hier so. Und dann macht Ihre Physiotherapeutin mit Ihnen ein paar Übungen, damit es wieder gut wird, oder rückt sie gerade mit irgendeinem speziellen Griff oder was. Mhm. Und dann gibt die ihnen aber auch Tipps und sagt, guck mal, du darfst halt oder sie dürfen halt, wenn sie eine Bierkiste hochheben, müssen sie in die Hocke gehen. Mhm. Ja? Oder man darf nicht drei Bewegungsrichtungen gleichzeitig machen, weil die Wirbelsäule verträgt nur zwei. Sie können runter und rüber, mhm. ja, oder rüber und nach hinten, aber nicht alles drei, und sonst gibt es wieder den Hexenschuss. Okay. Ja. Und so kriegt man dann halt im Prinzip eine Rückenschule. Ja. Ja, also man erklärt ihnen, wie funktioniert die Anatomie. Und dann wissen sie das und sind Expertin für ihre Anatomie und können entsprechend ihre Bewegungen dosieren und einsetzen, richtig. Ja. Mhm. Und genau dasselbe kann man eigentlich auch mit dem psychischen System machen. Okay. Da gibt es ganz viele Dinge, die man wissen kann. Und wenn einem die gut erklärt werden, weiß man die und kann das dann selber machen und braucht niemanden mehr, den man da fragen muss und sagen, mache ich das richtig und so. Also man wird expertenunabhängig. Okay. Ja. Sehr gerne. Gell? Und das ist ja für Leute wie Sie, die sagen, ach Mensch, eigentlich mache ich es lieber am liebsten immer selber alleine, ist das im Prinzip ideal. Ja, weil ich zeige Ihnen im Prinzip, wie es geht. Dann üben wir es zwei, dreimal noch miteinander, dass wir schauen, ob Sie das Prinzip verstanden haben. Und dann sollten Sie eigentlich in der Lage sein, das selber zu können. Mhm. Okay. Das ist die Idee. Gefällt Ihnen das? Ja, auf jeden Fall. Schön. Bin gespannt. Was wir jetzt zuerst mal brauchen, das ist, dass Sie ein schönes, gutes Bild davon produzieren, was Ihnen in diesem ganzen komplizierten,
Leben, was sie jetzt haben, dieser gesamte Alltag. Da nehmen wir jetzt alles rein von Aufstehen und der Mann und die Mutter und der Job. Und Finanzamt ist ja heutzutage auch stressig. Die schieben ja auch keine ruhige Kugel mehr. Das war mal, ne, dass man gesagt hat, geh doch zur Post oder zum Finanzamt. Das ist auch schon lange vorbei. Also inmitten von diesem ganzen irrsinnigen Stress, ja, oder ist Stress für Sie überhaupt das richtige Wort oder wie würden Sie es sonst nennen? Auf jeden Fall. Ich komme gar nicht mehr zur Ruhe. Das, ja. Stress ist ein Wort, absolut, was es trifft. Ja. Ja. Also inmitten von dem allem, ja, dass wir da für Sie eine Ressource bauen. Mhm. Dass wir sagen, diese Art von Lebensführung, diese Art von Lebensgefühl ist etwas, was Ihnen eine Atempause verschafft. Mhm. Ja? Also wir brauchen im Prinzip einen Gegenentwurf zu diesem Getümmel. Ja. Das brauchen wir als erstes. Und wenn wir dann den Gegenentwurf haben, dann können wir uns überlegen, was machen wir jetzt mit diesem Gegenentwurf in Ihrem Alltag im Detail. Mhm. Ja? Und ich werde jetzt mal auf verschiedene Art und Weise versuchen, mit Ihnen so einen schönen Gegenentwurf zu entwickeln. Wir probieren mal verschiedene Sachen aus und wir nehmen dann das, wo Sie sagen, ich glaube, das klappt bei mir am besten. Das hat die stärkste Kraft. Mhm. Und zwar werden Sie es daran erkennen, dass Sie sagen, es wirkt unmittelbar. Okay. Also in dem Moment, ich muss nicht groß drüber nachdenken und es mir groß vorstellen, sondern sobald das irgendwie auftaucht, mental oder gefühlt oder gespürt, spüre ich eine Wirkung und sage, das ist toll, das ist eine Art Rettung. Ja. Okay. Ja? Mhm. Ich frage Sie mal, wir fangen mal an mit einer Pflanze. In dieser Situation, in der Sie jetzt sind, in der die Frau Lind jetzt steckt, ja, die müssen wir jetzt nicht mehr im Detail besprechen, weil die haben wir jetzt ja ausführlich besprochen, die ist gut aktiviert in ihrem psychischen System. Was für eine Pflanze hätte Eigenschaften, die Sie als Ressource nutzen können? Sie können sich an Blumen denken, an Ackerpflanzen, an Bäume, einfach Pflanze. So eine große, ruhige, schwere, mit einem ganz dicken Stamm, so eine Eiche. Ja. Wie viele Jahre ist die alt? 100, 200, 300, uralt. Ja, also mindestens 100 Jahre alt. Mindestens 100 Jahre alt. So eine Eiche. Die hätte Eigenschaften, die Ihnen in Ihrer Situation helfen würden. Ja. Können Sie mir diese Eigenschaften mal ein bisschen versuchen, in Worte zu fassen? Ich schreibe mal ein bisschen mit, weil wir dann das, was Ihnen jetzt so einfällt, also Sie können einfach spontan frei rausreden, da gibt es kein richtig und kein falsch. Reden Sie einfach mal, was Ihnen in den Sinn kommt und ich schreibe einfach ein bisschen mit und sichten und ordnen tun wir das dann in einem zweiten Schritt. Also, diese Eiche hat tiefe Wurzeln und ein ganz stark ist die. Und hat eine tiefe Weisheit und hat ganz viele Sachen schon gesehen. Ah, die Weisheit, okay. Und die ist standhaft. Ja. Und in den Blättern, da kann der Wind reingehen, also es die Umwelt ist trotzdem da, aber der Stamm hält sie. Es kann auch zu einem Sturm kommen, dann verliert sie vielleicht ein paar von den grünen Blättern, aber sie steht immer noch genauso stark und schön da wie vorher. Mhm. Weil sie gerade so schön von den Blättern, ich weiß gar nicht, nischen eigentlich Vögel in Eichen? Das weiß ich auch nicht.
Listen weiß ich nicht, vielleicht haben die also Besuch kriegt sie auf jeden Fall. Ja, ne. Und dann zwitschert es in den Zweigen und das ist ganz fröhlich. Also ich lebe drin oben, ne? Ja. Diese, bleiben wir mal ein bisschen bei der Weisheit. Vieles schon gesehen. Wenn jetzt zum Beispiel eine junge Frau kommen würde und sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, irgendwie hat meine Mutter mich nie geliebt und jetzt welkt sie so dahin und ich kann die Liebe gar nicht mehr von der bekommen, die ich mir gewünscht hätte. Was würde so eine Eiche sagen? Die würde sagen, du brauchst die Liebe von deiner Mutter nicht unbedingt. Es gibt so viel Liebe im Universum, nimm die, die zu dir kommt. Mhm. Ja. Schöner Gedanke, ne? Ja. Wie gefällt Ihnen der Gedanke? Es ist so beides auf einmal. Es ist, ich finde es ganz schön und auch gleichzeitig ganz traurig. Mhm. Weil es so unwiederbringlich ist, dass es wahrscheinlich von meiner Mutter nicht mehr kommt. Aber ich spüre auch, dass es nichts bringt, daran festzuhalten. Und es vielleicht wirklich gut ist, sich mit was anderem zu verbinden. Die Eiche hat sicher schon Menschen weinen gesehen, die zu ihr gekommen sind. Tausende. Tausende von und Menschen. Und Tausende hat sie sterben sehen. Ja. Ich finde es trotzdem so traurig, wenn ich mir vorstelle, dass meine Mutter jetzt stirbt und uns alle nicht mehr erkennt. Was kann man mit der Trauer machen? Die ist da, die gehört dazu. Durchlassen. Durchlassen? Ja. Ich sehe mich gerade sitzen unter der Eiche und weinen und das ist auch okay. Mhm. Und dann kommt der Wind und nimmt sie mit. Dann kommt wieder was anderes. Was macht die Eiche mit den Tränen? Anschauen. Einfach sein lassen, ne? Ja. Laufen lassen. Dürfen sein, man darf da sitzen, man darf zur Eiche gehen, man darf traurig sein. Ja. Was verströmt die Eiche für ein Gefühl? Für die Leute, die unter ihr sitzen und Tränen weinen über Vergangenes und Vergängliches und Sterben. Es ist irgendwie so eine zeitlose, liebevolle Gleichgültigkeit. Mhm.
Es ist einfach, es kommt und geht. Der Mensch kommt und geht. Das Wetter kommt und geht. Zeitlose, liebevolle Gleichgültigkeit. Ich frage mich jetzt gerade, das Wort Gleichgültigkeit, wie wäre es mit dem Wort Gleichmut? Gleichmut, ja, das hört sich gut an. Ja, weil gleichgültig, das wäre ja ich so ein bisschen noch, ah ja, ist ja wurscht. Ja, aber genau, zum negativen Ich glaube nicht, dass dieses, der Eiche ist das nicht wurscht, sondern es ist Gleichmut. Gleichmut, ja. Zeitloser, liebevoller Gleichmut. Ja. Schreib das mal auf, weil ich das eine sehr schöne Metapher finde. Ich finde es ein sehr schönes Bild. Haben Sie einen Farb? Irgendeine Farbe, die dazu passt? Oder ist Farbe eher unwichtig? Naja, braun und grün. Ja, weiß nicht. Es gibt auch rote Eichen. Nee, so ganz sattes Grün. Sattes Grün. Ja. Schönes sattes Grün. Und dieses satte Grün, können Sie sich vorstellen, dass es Sie einhüllt? Oder reicht es, wenn Sie sagen, ich stelle mir einfach vor, ich setze mich an die Eiche und spüre diese schöne Rinde im Rücken? Diesen kräftigen Stamm. Momentan gucke ich noch so drauf. Ah ja, okay. Aber jetzt, also Perspektivwechsel, ja. Also dass ich wir probieren einfach mal rum, okay. Wissen Sie, wir probieren ein bisschen und gucken mal, was, wo Sie sagen, oh, so hat für mich die stärkste Kraft. Aber man kann, Sie können es auch so machen, Sie können hingehen, drauf gucken und gucken, ob Sie die umarmen. Ah ja, jetzt stehe ich vor der Eiche, ja, und gucke von unten in dieses Blätterdach rein. Ah ja. Das ist wie so eine Höhle. Ja. Ja, das ist irgendwie tröstend. Tröstend. Ja. Was mir gut gefällt an Ihrem Bild von der Eiche, das ist, dass die Eiche nicht viele Worte macht. Weil es gibt da auch eigentlich nichts zu sagen. Hm. Bei diesem Sterben, bei diesem Vergehen und bei dem Loslassen und Erkennen, ist für bestimmte Dinge ist es zu spät, die kommen immer. Sondern dass sie halt mit ihrer Existenz und mit ihrer Weisheit sagt, es darf so sein, wie es ist. Und es ist warmer, zeitloser, liebevoller Gleichmut. Ja, Gleichmut ist gut. Mhm. Wie geht es Ihnen jetzt? Entspannter. Entspannter. Ja. Mhm. Ja, und so ein bisschen getröstet. Also jetzt haben wir mal dieses schöne Eichenbild entwickelt. Als eine wichtige Ressource. Mhm. Ja, das finde ich jetzt schon mal so, wie ich sie wahrnehme, habe ich das, den Eindruck, das hat große, große Kraft. Ja. Unmittelbar auf Sie, ne? Auf Ihre Stimmungslage, auf die Atmung, dass Sie sich auch so körperlich wirklich sehr, sehr gut in eine gute, schöne Verfassung begeben können, die aus dieser Verzweiflung rausführt, ja, mit dem Eichenbild, ne? Und was jetzt dazu gehört im realen Leben, das wäre, dass Sie sich so einen Baum suchen. Hm. Das hätte ich gern. Mhm. Ne? Dass Sie jetzt mich mal auf die Wanderschaft begeben. Ich weiß schon, wo der ist. Ah, Sie haben einen. Ja.
Wir haben so einen kleinen, also Dorfkern stimmt nicht, weil es ja eigentlich eine Kleinstadt ist, ja. aber es ist sehr dörflich in dieser Ecke. Da gibt es so eine, eben diese Eiche und ja. drumherum ist eine Bank sogar gezimmert. Ja. Und ja, da gehe ich immer vorbei, also ich hetze daran vorbei. Ja. Was machen wir ab jetzt? Ich setze mich dahin. Ja. Also bevor ich von der Arbeit, nachdem ich von der Arbeit komme, bevor ich nach Hause gehe, setze ich mich da erstmal hin. Und was machen Sie mit dem Kopf? Mit meinem Kopf? Aha. Den lüfte ich da. Was haben Sie vorhin mit der Eiche gemacht? Ich angeschaut. Nach oben geguckt. Nach oben geschaut und das Grün und die Schatten. Die Vögel. Gehört. Gehört und den Wind gespürt. Mhm. Ja. Das machen Sie. Sie machen jetzt einen schönen Plan, wie viel Eichenzeit Sie in Ihrem Alltag unterbringen. Mhm. Ja, und also ich finde, ich würde mir für Sie wünschen, dass Sie zwischen 3 bis 5 Mal Eichenzeit einbauen. Jeden Tag? Yes. Sie müssen ja okay. da nicht eine halbe Stunde meditieren und Ohm singen. Wissen Sie, Eichenzeit ja. kann auch rucki-zucki gehen. Okay. Da können Sie, machen Sie ein Eichenquickie. Okay, gut. Und dann machen Sie einen ausführlichen Eichending, ja, dass ich sage, da gehe ich irgendwie noch hin und nehme einen Tee mit oder irgendwas to go oder esse irgendwie meinen Salat da unter der Eiche, sitze da nicht jetzt zusammengekrümmt am Schreibtisch, sondern wenn schönes Wetter ist, nehme ich das einfach mit und esse es unter der Eiche. Aber dass Sie schon relativ oft am Tag Kontakt zur Eiche haben. Muss nicht immer lang sein, lieber öfter kurz wie einmal lang. Okay. Und aber es wäre auch möglich, wenn ich jetzt da nicht hingehen kann, kann ich es mir auch vorstellen. Ja, wobei fürs Gehirn und fürs Üben und also für den Effekt ist es, wenn Sie schon so eine schicke, super Hammer-Eich in der Nähe haben, es ist immer sehr viel effektvoller, wenn man die live macht. Okay. Also mental geht auch, klar, ist immer besser wie gar nichts, aber Sie sollten sich immer überlegen, gehe ich nicht lieber kurz raus machen, Quickien, kommen wir da rein. Das hört sich schön an, aber auch verrucht. Ja, also wie alt sind Sie denn? 44. Ich finde, 44 ist ein gutes Alter, um sich mit dem Thema Verruchtheit zu befassen. Ja. Also es gibt ja eben, abgesehen davon, gibt ja auch noch andere Themen, außer die Mutter zu pflegen. Ne? Wenn der Sohn aus dem Haus ist und man frisch geschieden ist, also langzeitperspektivisch, ja, haben wir da ja einige Dinge noch, denen man sich mal da widmen könnte eines Tages. Dazu gehört auch etwas im Bereich Verruchtheit unter Umständen. Ja. Oder haben Sie dem Thema abgeschworen? Ich habe sozusagen eine abstinente Phase gerade. Abstinente Phase, aber die findet ja auch vielleicht mal ein Ende. Ja, bin ich auch dafür. Also man könnte es ja mal im Äuglein behalten. Ja. Ja? Okay. Jetzt haben wir diese Eiche. Und jetzt möchte ich mal mit Ihnen ein zweites, nach dem zweiten Bild suchen. Und zwar möchte ich Sie mal jetzt was ganz Lustiges fragen. Gibt es denn in Ihrer Fantasie eine Märchengestalt oder eine Fantasiefigur oder eine Figur aus einem Kinderbuch, die Sie wahnsinnig gerne haben, oder eine Figur aus der Literatur, die Ihnen wahnsinnig gut gefällt, oder aus einem Film, wo Sie sagen, boah, das ist mein Lieblingsfilm gerade und so, ja. Also irgendeine Fantasiegestalt, wo Sie sagen, diese Fantasiegestalt hat Eigenschaften, die könnte ich auch noch brauchen. Pfui,
Da, pfui, ich muss mal kurz nachgucken.